Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, Leute. Heute habe ich mir mal was überlegt. Und zwar, ihr kennt sicherlich alle Scammer-Suchen. Ist ja mittlerweile etwas langweilig geworden. Deswegen habe ich mir mal gedacht, wir machen es heute ein bisschen spannender. Und zwar, der mich am besten scammt heute, also wirklich, der mich um wirklich am allerbesten scammt, um mich um die höchste Summe scammt, einfach der mich am allerbesten scammt, bekommt heute von mir diese 10... Wizard Skies, würde ich einfach mal sagen. Gut, Leute, dann würde ich sagen, wir sehen uns auch gleich wieder beim allerersten Job. Bis gleich. Okay, Leute, wir sind jetzt auch schon beim allerersten Spiel angekommen. Und guckt euch das mal an. Das sieht schon ein bisschen scammerverdächtig aus. Ich würde sagen, wir kaufen einfach mal einen Beacon und gucken mal, ob wir uns scammen. Kaufe Beacon. So. Guckt mal euch an, wie viele hier gebannt sind. Also, das ist schon... Das werden bestimmt alle sein, die euch gescammt hat um 500 Dollar. Okay. Macht 500 Dollar pro Stück. Okay, kaufe einen. Kann ich Pain? Fragezeichen. So. Ja, das ist schon ziemlich scammerverdächtig, wie viele hier jemand sind. Ja. Jo. Okay, dann payen wir ihm einfach mal die schnell die 500 Dollar. Heute kommt hier der dran, der mich am besten... Okay. Dankeschön. Also der scammt mich schon mal nicht, Leute. Er könnte schon mal einkaufen gehen bei... Ja, ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass er mich scammt. 500, das ist noch ein guter Preis. Hä? Okay, Leute, das war auf jeden Fall der erste Shop, der mich nicht gescammt hat. Könnt ihr gerne mal einkaufen gehen. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder beim zweiten Shop. Leute, jetzt sind wir beim nächsten Spiel angekommen. Der ist ganz neu, Leute. Also wirklich, er schreibt auch noch Beacon. So, habe ich auch früher immer gemacht. Habe ich eben, dann schreiben wir mal, okay, wie viel. Ich finde das echt, der muss ganz schön neu sein. Wie viel willst du denn für den Beacon, mein Guter? Sag mir, pro... Zu teuer. Digga, das ist viel zu teuer. Die ist viel zu teuer. 2k geht nicht, mein Guter. Nein. 2k zu teuer. Der. 500 Dollar. Ist normal. Digga, der hat ja aber auch noch ein paar Banner. Also der hat schon von Anfang hat er recht viel. So viel hatte ich nicht am... 500 Dollar. Digga. Der hat sie echt nicht mehr alle im Beacon für 2k. Junge, der hat ja irgendwas genommen. Beacon für 2k, ja moin, Digga. 1500. Hä, wieso geht der jetzt wieder hoch? 500 Dollar. Hä? Wieso geht denn der jetzt wieder hoch? Ist der irgendwie geistig behindert? Wieso geht der jetzt wieder hoch? 500 Dollar. Mehr nicht. Digga. $500 ist normal. Preis. Digga, der regt mich schon wieder auf, dieser kleine. Da kaufen wir den Beacon. So. Wenn er mich denn noch scammt, Junge, denn. Okay. 1300 Dollar. Kann ich. Pain. Normalerweise kaufe ich Beacons nicht zu teuer, aber für die Folge jetzt kann man das ruhig mal machen. Ja? Baldo. Kann ich dir Pain, mein Guter? Ey, es ist echt viel zu teuer, Leute. Kauf niemals einen Beacon für 1300. Nö. Wieso? Hä? Irgendwas noch. 1300. Digga, will der mich jetzt verarschen? Jetzt will der 1500, nur weil ich den ein bisschen runtergehandelt habe? Nee, Leute. Ja, gut. 1300.
kann ich dir jetzt 1300 Dollar payen? Kann ist jetzt falsch geschrieben, egal Leute. Egal. Ja, okay. Also wenn der mich jetzt scammt, dann hat der auf jeden Fall den Preis verdient. Weil der hat mich jetzt am meisten aufgeregt bis jetzt. Bitteschön. 1300 Dollar. Schreiben wir habe. Ja, danke schön. Ja, dein Essen kannst du wieder haben. Oder Leute, falls wir keinen Scammer in dieser Folge finden, vergeben wir das einfach an den besten Shop. Also an den besten Shop, der mich am besten bedient hat. Wo ich alles am billigsten kaufen konnte und so. So. Baldo. Okay. Dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder beim nächsten Shop. Ja, okay, Leute. Wir sind jetzt auch schon beim dritten Shop angekommen. Und zwar sind wir bei diesem netten Spiel hier, Dark Rider HD. Ich habe ihn schon gefragt, wie viel der Kopf kostet. Er hat jetzt gefragt, was du zahlst. Dark Rider schreiben einfach mal 500 Dollar, würde ich sagen, für den Kopf. Er hat eigentlich ein recht schönes Haus, muss ich sagen. Also gut gebaut, auf jeden Fall. Kann man so lassen, stehen lassen. Bist du interessiert? Sehr günstig. 700, nee. Ich möchte den Kopf. Ich will ja den Kopf haben. Mein Guter. Wie viel? So. Ja, er hat hier jetzt noch ein Beacon stehen. Ein paar Köpfe. Finde ich nicht schlecht. Den sehe ich auch nicht mehr so oft. Ja, was willst du denn für den, mein Guter? Schreib mir doch mal eine Zahl. 700. Okay. Dann Bank abheben. Wo man eben mal noch schnell ein bisschen geht. So, pay. Warte, wir fragen mal, kann ich payen? Hallo. Dark Rider, du sollst nicht weglaufen. Kann ich dir payen? Kann ich payen? Fragezeichen. Hallo. Hallo, du musst mir schon mal antworten. Für den 700. Ja, bitteschön. Habe. Ja. Ja, bau ab. Du kannst es auch so abbauen. Bau doch einfach ab. Dankeschön. Danke, dass du mich nicht gescampt hast. Ich würde sagen, das ist bis jetzt eigentlich der beste Shop, der mich bedient hat. Würde ich jetzt so sagen, obwohl der mich ein bisschen aufgeregt hat. Aber es war halt ja schon... Ich würde sagen, der hat die zwei Beacons und die 10 Dinger hier verdient. Den YouTube-Kopf behalte ich nämlich. Weil ich den für meine Sammlung brauche, Leute. Gut, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Like da, abonniert mich. Dann mache ich nochmal so eine Spezialfolge.